wollen keine ÖPP. Ob CDU, ob SPD, sie wollen keine ÖPP. Automarkt privat, Verlustgeschäft für Staat. Automarkt privat, Verlustgeschäft für Staat. Auch der Kollege von der CDU, das müssen wir mal sagen, Das enttäuscht uns sehr, denn schließlich haben wir eine große Koalition, die besteht nicht nur allein aus der SPD. Die CDU sollte hier stehen und sollte diese Unterschriften entgegennehmen. Danke, dass Johannes Kahrs, dass Sie das stellvertretend machen. Und wir denken, dass Sie den CDU-Kolleginnen und Kollegen dann auch hier diesen Melkeimer mit überreichen und am besten ihn direkt auf den Tisch stellen im Ausschuss und sagen, ich stand vorhin in der Sonne, habe das entgegengenommen. Hier kümmert ihr euch auch darum. So. Im Kern ist es so, dass wir ein Paket haben, weswegen es nicht einfach ist, das zu lassen. An der Bundeswehrstraßengesellschaft hängt unser Herz nicht. Punkt. Das ist nun bekannt, das weiß jeder. Im Ergebnis haben die Länder 16-0, also sowohl ein linker Ministerpräsident, ein grüner, rote wie schwarze, 16-0 beschlossen, dass sie das wollen. Auch diese Fernstraßengesellschaft, das ist praktisch das Paket. Und das Paket gibt es zusammen oder es gibt gar nichts. Das ist so zwischen Exekutive und Exekutive verhandelt worden. Wir haben das Ganze Anfang Februar gekriegt und hätten das im März beschließen sollen. Wir haben dann als Bundestag gesagt, wir nehmen uns die Zeit und diskutieren das länger, haben uns auch gegen die Länder durchgesetzt. Und haben dann gesagt, wir machen erstmal Anhörungen. Sie waren ja auch vielerlei Organisationen da vertreten. Wir haben mit diesen Anhörungen dann viel dazugelernt, haben dann auch weitere Veränderungen gemacht. Dann gab es Verhandlungen zwischen SPD und CDU, wo es vielfach Veränderungen gegeben hat. Wir hatten gestern eine Runde, wo wir nochmal zwei weitere Grundgesetzänderungen durchgesetzt haben. Das heißt zum einen, die Autobahnen bleiben alle in Bundeshand als Eigentum. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass die Gesellschaft selber zu 100% im Bundeseigentum bleibt. Wir haben weiterhin durchgesetzt, dass es keine Aktiengesellschaft geben soll. Wir haben gesagt, es darf keine Teilnetz-ÖPP geben. Also auch das, alles was jetzt noch möglich ist, und das wird jetzt alles noch durchdekliniert, ist das, was jetzt auch schon geht. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Paket aufgeschnürt wird? Ich würde nichts lieber tun als SPD, als das zu machen. Das Problem ist, die CDU, Wolfgang Schäuble, hat klar gesagt, das ganze Paket fliegt nur da. ÖPP geht jetzt ja auch schon für einzelne Strecken. Aber das kriegen Sie nicht ganz weg, das ist jetzt schon da. Was wir aber hinkriegen, ist, dass es keine Teilnetz-ÖPP und andere Sachen gibt. Da haben wir uns mit Verfassungsrechtlern, mit dem Bundesrechnungshof und mit Verdi hingesetzt, damit es auch für die Beschäftigten eine vernünftige Lösung gibt. Also Verdi ist heute und da. Eben. Deswegen haben wir uns ja mit denen zusammengesetzt. Bettina Hagedorn hat das ja erkannt. Die hat ja auch selbst mit dem Verdi-Vorsitzenden verhandelt und den entsprechenden. So, und wir werden dann praktisch das entsprechend beurteilen. Ich würde einfach darum bitten, dass man sich nächste Woche einmal das Paket anguckt, wenn es vorliegt. Und dann kann man immer noch sagen, geht nicht. Weil es nun wirklich kein sozialdemokratisches Herzanliegen ist, diese Bundesfernstraßengesellschaft dahinzustellen. Es ist wie immer in der Demokratie, wenn Sie mit der CDU, CSU koalieren, ein Kompromiss. Ich glaube, dass wir viel... Wir fragen, wo stehen Sie? Ich finde, wenn ich das einfach sagen darf, wo ich stehe, ist klar, ich stehe sowohl für die Aufhebung des Kooperationsverbotes, ich stehe dafür, dass die Alleinerziehenden eine Chance haben, auch ab dem 13. Lebensjahr, wo sie nichts mehr kriegen, bis zu dem 18. klarzukommen, weil Kinder hören nicht auf, nach dem 12. Lebensjahr kostenlos zu sein. Ich stehe dazu, dass wir den Ländern und Kommunen Geld geben müssen, damit die klar können für ihre Infrastrukturen vor Ort, damit sie nicht in die Pleite rauschen. Und ehrlicherweise finde ich den Kompromiss nicht gut, aber das Ergebnis ist eben eins, wo sie Kompromisse machen. Wir haben die schlimmsten Sachen hier rausgeholt und meine Bitte ist, wenn es dann soweit ist und wir abschließend uns das vorgetragen haben, können wir uns gerne mal noch zur Bewertung treffen. Es soll ja im Grundgesetz neu drinstehen, die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sie zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Wird dieser Satz stehen bleiben? Wird das so drinnen bleiben? Im Grundgesetz? Im neuen? Es wird da Einschränkungen geben und deswegen. Aber das wird stehen bleiben. Es wird da auch Einschränkungen geben, das habe ich eben gerade gesagt. Der Satz wird stehen bleiben, aber er wird eingeschränkt. Wir werden ein
gesagt, wir verhandeln zurzeit noch die einzelnen Formulierungen. Und deswegen kann ich Ihnen noch jetzt nicht sagen, wo wir am Ende bei rauskommen. Okay. Sondern wir haben das im Groben gestern gemacht, wir machen heute die Feinformulierung. Wenn ich jetzt Ihnen sagen würde, das kommt so oder so und wir setzen uns da nicht durch oder kriegen mehr als wir wollen, dann habe ich gelogen und das will ich nicht. Wir hätten das Ganze Ende März durchsetzen wollen. Wir haben es auch als Haushälter und als SPD durchgesetzt, dass es eigentlich in diese Woche geschoben wird. Dann haben wir in dieser Woche es nochmal einmal geschoben. Es gibt kein Bundesland, was das lustig findet, weil die wollen das Geld haben. Die brauchen das. Das Gleiche gilt für die Bildungspolitiker und viele andere. Und deswegen ist das ein Paket. Warum das ein Paket ist, wissen Sie. Weil die CDU das sonst nie durchgesetzt hätte, dass man überhaupt darüber redet. Aber in der Demokratie macht man Kompromisse, das aber ist so. Wir wissen, dass Sigmar Gabriel seit mindestens 2014 an der Sache arbeitet. Es ihr einfach nur so zu sagen, dass das die Sache von Herrn Schäuble ist, den ich an dieser Stelle auch einen großen Teil zumute, das ist falsch. Sigmar Gabriel hat das eingetütet, hat sich die Fratscher-Kommission bestellt. Wer bestellt, kriegt das, was er bestellt hat von unseren sozusagen sogenannten Experten. Und da steht genau das drin, was jetzt im Gesetzesentwurf von Sigmar Gabriel und Frau. Das Ergebnis ab. Wir haben schon lange genug gewartet. Ist es gut, dass Sie gewartet haben, weil je länger es gedauert hat, umso mehr haben wir Sachen ausgeschlossen und am Ende geht nicht mehr als das, was jetzt geht. In der Sache stimme ich Ihnen zu, für uns hat das endverhandelt auch mit Tina Hagenorn. Wir haben auch in der CDU ein paar Leute auf unserer Seite, weil wir es nicht wollen. So, aber ich verstehe, was die Union will und deswegen verhandeln wir so lange und je länger wir verhandelt haben, umso mehr haben wir auch durchgesetzt. Ja. Nehmen Sie doch unsere Unterschriften mit zur Union, die richten sich an die genauso wie an Sie. Und sagen Sie, Ihre Verhandlungen führen Sie nicht im luftleeren Raum, wir wollen gar keine Privatisierung.